Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Supreme Ruler Ultimate Kaltkriegsszenario als Österreich. Wir haben in der letzten Episode weiter an unserem Wirtschaftswunder gearbeitet, hier speziell in Westösterreich, die Infrastruktur weiter ausgebaut, einen neuen Industriepark hochgezogen, Kohlekraftwerke installiert und versuchen damit quasi den rasant steigenden Energiebedarf der Nation decken zu können, aber es funktioniert natürlich noch nicht. Gummi ist weit nach wie vor ein Problem, wir produzieren zwar Gummi, aber bei weitem nicht genug. Wir müssen schauen, dass wir wieder Gummi nachkaufen. Das heißt, wir schauen mal speziell bei den Franzosen, den Deutschen, wo wir Gummi kaufen. Bei den Franzosen sage ich jetzt glatt das Sechsfache, weil es egal ist. In diesen Summen macht das keinen Unterschied. Wir wollen im Prinzip die Beziehungen mit Frankreich pflegen und nachdem wir kalte Beziehungen haben, müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht noch weiter verschlechtern, denn das wäre also nicht sehr hilfreich. So, was haben wir da wieder für ein diplomatisches Angebot reinbekommen von der Sowjetunion? Na gut, gib her. Genosse Stalin. Haben wir auch die Beziehungen wieder pflegen müssen, Leute. Ich möchte jetzt noch nicht Krieg mit der Sowjetunion führen. Ja, und wir kaufen den Gummi zum fünffachen Preis. Ihr habt es richtig gesehen. Völlig egal. Wir kaufen den Treibstoff besonders billig unter Warenwert und verkaufen das weiter an die Deutschen und die Schweizer. Wie gehabt, wie gehabt. Alles kein Problem. Wir müssen auch kontrollieren, was unsere Forschung macht. Ja, da machen wir bald Fortschritte. Produktion von Truppen läuft noch weiter auf Hochtouren. Wir bauen uns eine Menge Flakpanzer und Artillerie, um quasi die alten Flaks und die alten Artillerien zu ersetzen. Und dann werden wir mal eine Pause machen. Wir müssen mal quasi ein bisschen runtergehen vom Gas, weil unsere Armee ist schon relativ groß für unser Land. Und ja, der Minister tut schon wieder böse Sachen. Oder nein, Moment, nein, das war ich. My bad, sorry, du bist diesmal nicht schuld. Das war ich. Ich habe angefangen, ein bisschen noch weiter zu optimieren. Wir zerlegen da unten eine Militärbasis, die lassen wir auf. Wir müssen weiter Kosten sparen. Das ist mir einfach alles zu teuer. Und dementsprechend wollen wir noch ein paar Sachen abreißen. Die Flugzeuge werden wir verlegen. Ja, nach Semun. Wir werden mal diese Airbase da reaktivieren. Frankreich! Militärgüter. Ja, gib her. Gib halt her. Kostet eine Menge Geld, ja, aber egal. Konrad, ich hätte was für dich. Schauen wir mal, ob er das kauft. Ich weiß nicht genau, was er wirklich braucht. Eigentlich nicht. Produzieren genug die Deutschen. Oh, 516, gib mir einfach, ich weiß nicht, 330, sowas, ja, immer noch eine schöne Spanne, eine schöne Gewinnspanne, mehr brauchen wir ja nicht, wir müssen sie ja nicht jedes Mal bis auf das letzte Hemd ausplündern. In den Summen, bei diesen Größenordnungen, da machen reichen ein paar kleine Margen schon aus, ne? Das wirkt sich dann schon aus. So, ich sehe gerade, wir haben dann irgendwann aufgehört, Reparaturen durchzuführen in Südösterreich nach dem Krieg. Es gibt immer noch Orte, wo entsprechend Kriegsschäden sind, da müssen wir noch ein paar Sachen reparieren, sehe ich da. Ja. Da haben wir Baracken, brauchen wir die wirklich da? Ich wüsste nicht wofür, so nah an der Grenze. Nein, die reißen wir ab. Obwohl, ja, Decommission, weg damit. Brauchen wir nicht. Im Kriegsfall, angenommen wir führen Krieg gegen den Warschauer Pakt, machen wir es folgendermaßen. Wir werden sich quasi zurückfallen lassen und quasi südlich der Donau verteidigen. Da entlang, also die Donau ist eigentlich da, kommt sie runter. Hier runter, Belgrad. Und dann rüber zur rumänischen Grenze. Das heißt, wenn sie von Ungarn angreifen würden, würden wir quasi dieses Gebiet hier nördlich komplett aufgeben. Dasselbe gilt für alles östlich von Belgrad. Wir würden dann quasi erst hier bei der Novi Pazar, Kraljevo, da, diese Verbindungsstraße, da würden wir entsprechend uns verteidigen. Aber
mach mal den Teufel nicht an die Wand, ich sag's nur mal dazu. Ich denke quasi schon an solche Dinge voraus, um entsprechend dann dem Gegner nicht irgendwie das Leben leicht zu machen. Für den Fall des Falles. Für den Fall des Falles. So, Konrad. Da hast du wieder mal einen Haufen Konsumgüter. Die Schweiz. Erleichterung um den Gummi. Nein, den geben sie uns nicht. Die haben auch keinen Gummi. Das ist ein bisschen wenig. Der Philipp braucht den Gummi selber. Und ja, ich habe es gesehen, das war jetzt ein schlechter Deal, aber ab und zu kann man den Schweizern ja auch mal einen Gefallen tun. Den Franzosen verkaufen wir es überhaupt 1:1. Nicht vergessen, wir machen trotzdem noch ein bisschen Gewinn dann, wenn wir es 1:1 verkaufen, weil wir aber quasi unter Warenwert produzieren können. Aber Frankreich hat nach wie vor also keine guten Beziehungen mit Frankreich. Das ist wirklich nicht gut. Ich versuche es ja zu verbessern, aber im Moment ist es ein bisschen schwierig. Sion Union, oh, die Beziehungen haben sich verbessert. Ja, gib her. Habt ihr gesehen, hat schon wieder hat sich ausgewirkt, dass man den Gummi so teuer... Ah, und jetzt mag uns der Stadion wieder richtig. Habt ihr das gesehen? Na, es war doch kurz ganz grün. Kordial ist aber auch nicht schlecht, das reicht ja. Ich möchte nur nicht, dass es schlechter ist als das. Das ist wichtig. Vor allem, weil die Sowjetunion auch entsprechend uns Technologien vielleicht verkaufen könnte. Die sind ja sicher ziemlich weit entwickelt. Stichwort Atombombe. Aber gut, eins nach dem anderen, Leute, bevor wir da in Massenvernichtungswaffen in die Oberliga aufsteigen, der Supermächte, da müssen wir, glaube ich, noch ein paar andere Steps zuerst machen. ZB unsere Infrastruktur weiter aufbauen. Wir haben jetzt da quasi im Raum Innsbruck einiges aus dem Boden gestampft. Und ja, die Versorgungslage ist ja teilweise ziemlich gut. Und teilweise nicht ganz so gut. 86% ist ziemlich gut. Wir werden entsprechend noch mehr Kraftwerke errichten. Ja, richtig gehört. Wir brauchen mehr Power. Wir können einfach nicht genug kriegen. Das heißt, ja, Kohlekraftwerke. Ihr habt es richtig gedacht, richtig gehört. Wir haben noch nicht genug Kraftwerke. Vielleicht hier hinten. Wie viel Versorgung hat dieses Hex? 82. Können wir das daher bauen? 84. Schauen wir mal. Ja, da geht's nicht. Da ist der Fluss im Weg, da ist die Basis im Weg. Bauen wir es daher. Noch einmal eine Menge Kohlekraftwerke. Und ja, die Umwelt geht gerade zum Teufel. Aber was macht man nicht alles, wenn man eine Großmacht werden will? Make Austria great again! Das ist das Motto. Und wir bauen quasi hier im Westen, quasi in diesem Talkessel quasi, wenn man das mal so bezeichnen möchte, das ist ein bisschen übertrieben, aber ganz Tirol als Talkessel zu bezeichnen. Aber ihr seht, also in diesem Spiel gibt es nur die Möglichkeit, über Deutschland hier oben reinzukommen, in dieses Gebiet. Theoretisch vielleicht hier noch über den Rand über Österreich, aber es ist sehr abgeschieden, grenzt nur an Deutschland, das heißt, es ist sehr sicher und wir können quasi hier im Westen Energie produzieren und das ist quasi relativ abgesichert. Es sei denn, die Franzosen kommen vom Westen, dann haben wir ein Problem, aber... Da ist auch die Schweiz zwischen uns und den Franzosen. Wobei, ja. Ich habe hoffentlich nichts gerade gesagt. Alles okay, Philipp, oder? Bei euch? Die Beziehungen Schweiz und Frankreich, oder? Oder? Ich weiß es leider nicht. Wir können sie immer überprüfen. Wie geht denn das? Da gibt es einen eigenen Overlay. Loyalty, Garrison, High Round, Defensive Terrain. Bin ich mir nicht sicher. Es gibt irgendwo eine Ansicht, wo man das sieht, wie die Beziehungen sind. Nein, nicht Ownership, Line of Sight, Defensive Terrain, weiß ich jetzt leider nicht. Ich bild mal ein, es gibt irgendwas, wo man das sich anschauen kann. Wie die Beziehungen der einzelnen Staaten zueinander sind, das wäre eigentlich spannend zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es das gibt. Da muss ich schauen. Das sind so die Details. Nicht angeschaut, es gibt also wie gesagt unglaublich viele Menüs. Diplomatic Relations. Nein, das ist... Ja, es muss eben noch einen Overlay geben. Ja, vielleicht kommen wir noch drauf im Laufe der Zeit. Wie dem auch sei. Wir bauen auf jeden Fall hier mal noch einen Kraftwerkskomplex her. Alles Kohle. Denn Early Game ist die Kohle richtig, richtig billig. 3 Dollar die Tonne. Wir könnten sie sogar selber locker produzieren. Den Verbrauch selber decken. Aber machen wir gar nicht. Wir machen nur einen Teil. Wir haben ein paar Kohlebergwerke geerbt. Übrigens, da steht unser erster Flakpanzer. Schaut mal. Der schaut zwar aus wie ein Gepard. Das ist sogar ein, na klar, es ist ein Gepard. Das ist ein deutsches Produkt, aber wesentlich moderneres Modell, als was wir da haben. Aber egal, es gibt nicht für jede Unit ein eigenes Sprite, ein eigenes Unit-Sprite. Also das ist, brauchen wir nicht erwarten. Wir wissen schon, dass es ein Kampfpanzer 4 ist.
Also Kampfpanzer 4 Flak Ausführung, aber wie gesagt, das sei noch dazu gesagt. So, was macht ihr eigentlich da? Ihr steht so in der Gegend rum. Ah, da ist was auch beschädigt. Schaut's mal. Ja, wir haben noch weitere Schäden zu reparieren. Ja, Junge, Junge. Wo ist denn Osijek eigentlich? Osijek ist da drüben irgendwo, war das? Das haben wir runtergefahren, absichtlich. Da ist auch was beschädigt. Eieieiei. Ein paar Details habe ich noch da und dort übersehen, so die kleinen Ortschaften. Haben wir vergessen zu kontrollieren, dass wir auch noch ein paar Reparaturen machen müssen, überall wo wir gekämpft haben. Ja, Aussicht ist okay, passt schon. Okay, ich glaube jetzt haben wir alles. Sowjetunion, ja, gib her. So, da ist noch was, warte mal. Da sind Baracken übrigens. Ja, reparieren wir sie einmal. Okay, das im Osten, aber da unten haben wir sicher nicht gekämpft. Da unten bauen wir auch nicht weiter aus, weil, wie gesagt, also im Kriegsfall ist das Erste, was fällt. Das können wir nicht halten. Die Grenze zu Bulgarien ist einfach viel zu lang, viel zu offen. Richtung Norden tun wir sich leicht mit der Donau, aber das ist geostrategisch eine Katastrophe. Wir sind immer noch schlechte Beziehungen mit Frankreich, das ist nicht gut. Na, mal schauen, dass wir dann vielleicht die Regierung stützen oder so. Das können wir uns im Moment nicht wirklich leisten. Schauen wir mal, dass sie nicht noch schlechter werden, die Beziehungen, das ist wichtig. Das ist im Moment, dass sie nicht noch schlechter werden. So, Russland. Ah, werden auch wieder schlechter. Hast du es gesehen? Schon wieder neutral. Eieieiei. Nicht gut. Okay. Ah, wo schicken wir euch hin? Ihr seid zur ständigen Bereitschaft, das ist auch nicht gut. Wo haben wir ein Flugfeld? Wo haben wir ein Flugfeld? Haben wir in Agram ein Flugfeld? Ja, da ist eine Airbase. Die ist aber stillgelegt. Haben bei Graz irgendwo eine, glaube ich. Ja, da oben ist eine. Schauen wir mal, wo sie hinfliegen. Ja, sie fliegen Richtung Norden automatisch. Also sie suchen sie dann quasi die nächstgelegene Airbase, wo sie in die Reserve gehen können. Und das ist nämlich auch nochmal Graz. Nein, Agram sogar, da ist eine drunter. Ah! Ja, tatsächlich. Es sind immer noch die deaktiviert, interessanterweise. Wobei die sich deaktiviert, ist beschädigt. Reparieren wir sie mal. Okay, passt. Gut. Hätte man das auch erklärt. Also quasi da und dort noch ein bisschen Ausgaben eingespart, die Flotte verkleinert, da und dort ein paar Einheiten verkauft. Okay. Die pausieren wir mal. Die 4 bauen wir noch und dann soll es einmal gut sein. Schauen wir mal, was wir in die Reserve jetzt haben. Boah. Ja, wir haben eine Menge Truppen. Oh weia, schaut euch das nochmal alles an. Das sind alles Landeinheiten. Mhm, nicht schlecht, Leute. Was sagt ihr jetzt? Ja, das ist schon ordentliches Militär da. 87. Also, über 100 Einheiten. Sehr gut. Wo steht ihr eigentlich? Ihr seid auch irgendwo im Feld. Wo seid ihr denn? Wo haben wir euch gebaut? Na, wo sind die wirklich? Ah, da oben, bei Wien. Das ist das Problem mit den ganzen Truppenproduktionsanlagen. Weiß ich nicht genau, wo die sind. Die sind ganz verteilt. Natürlich jetzt überall im Südösterreich. Da unten überall verteilt. Dementsprechend ja, ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. So. Machen wir nochmal einen Verkaufsrun. Und dann schauen wir mal, was die Finanzen machen. Vor allem, was unsere Operationen in Österreichisch-Westafrika machen. Wir haben immer noch zu wenig Gummi. Es ist so ein Problem. Ich kann den nicht und nicht mehr kaufen. Die Deutschen, der Konrad gibt ihn uns auch nicht mehr. Schauen wir mal, ob der De Gaulle uns mal Gummi gibt. Ich glaube nicht. Nein, da brauche ich gar nicht fragen bei den Mengen, das ist lächerlich. Sowjetunion. Ja, die haben auch nichts. Niemand hat Gummi. Ja, außer die Engländer. Okay, ich beiße einen sauren Apfel. Churchill! How do you do? I'd like to buy some rubber, please. Oh, er
Nein. Ich hab's mir überlegt, ich brauch doch keinen Gummi. Das ist doch narrisch. Die sind verrückt. Italien hat Gummi. Okay, okay, okay. Ja, das ist okay. Das ist ja etwas mehr als das Doppelte. Her damit. Nur so lange, bis wir endlich die Produktion angekurbelt haben. Wobei, die läuft eigentlich schon. Wir haben ja schon 4 Plantagen. Da kommen jetzt gerade noch 2 Plantagen dazu. Aber das Problem ist, die Loyalität habe ich ja letztens angesprochen. Ach Gott, die geht schon wieder runter. Warum geht das ständig runter? Minister! Wir müssen ein Wort beim Sozialminister. Regional Loyalty, ja, Kultur. Kultur, Kultur. Oder Regional Loyalty, das ist gut. Kultur Spending, Domestic Approval, Family Subsidies, wir unterstützen die Familien, wir machen Kultur. Was machen wir noch? Das sind lauter Sachen, die eigentlich teuer sind, sagen wir mal so. Social Spending. Increase Research and Social Social Tax. Das kannst du mal streichen. Low Income Tax Relief, das aktivieren wir, sollte die niedrigen Einkommen werden entlastet. Das kommt sicher gut an. Und die Sowjetunion verkaufen sie wieder mal weiter Eisenerz. Keine Ahnung, was mit ihrem Eisenerz auf einmal auf sich hat. Ich weiß es nicht, aber egal. Her damit. Gut, gehen wir ein bisschen Gas. Wir müssen mal. Ja, mal schauen. Oh, schau mal. Wow! Research Rang 9 in der Welt, Leute. Wir sind in den Top 10 Nationen der Welt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ging ja richtig flott. Wow, hätte ich nicht gedacht. Genial. Ja, ich sag's ja, wir sind jetzt eine Mittelmacht, Leute. Wir sind jetzt kein kleines Land mehr. Nein. Definitiv nicht. Bevölkerung von knapp 30 Millionen. Na, 28 Millionen haben wir jetzt. Bevölkerung. Ein staatliches Militär, technologisch, industriell hochgerüstet. Mit uns ist zu rechnen in der Zukunft, so viel sage ich mal. Aber wir haben noch eine lange Weg vor uns. Vor allem das Energiedefizit macht mich fertig. Das kostet uns so viel Geld, das zuzukaufen. Ich baue Kraftwerke links und rechts. Ich weiß gar nicht, wo ich noch Kraftwerke hinbauen soll. Also gesagt, 1, 2, 3, 4 Kraftwerkparks. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und zusätzlich noch Kraftwerke da und dort. Da unten zum Beispiel. Was ist mit denen eigentlich? Das sind jetzt 2 Power Hydro. Das sind sogar große. Mhm. Oh, Backe. Da haben wir eine Kaserne, gell? Ja. Okay. Da haben wir übrigens ein Militärdepot. Das steht eigentlich, das haben wir da abgerissen. Haben wir was abgerissen, stimmt, ja. Leute, ich habe eine Idee. Wir werden... Na, reißen wir das weg. Das ist ja Quatsch. Und bauen da was her in die Stadt. Baracken. Bauen da ein... Ja, sofort. Bauen wir hier ein Supply-Depot her. Weil allein damit diese Kraftwerke versorgt sind. Ja, wir können hier weitere Kraftwerke herbauen. Das sind große Wasserkraftwerke. Die brauchen mehr Versorgung. Schaut mal, die haben eine extrem schlechte Versorgungslage. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Nur stärker vernetzen da alles. Und dann mal Eisenbahngleise rüber. Mhm. Und dann. Ja, von der Norden. Schau mal da. Nach Sarajevo machen wir auch eine Bahnverbindung. Und dann versorgen wir quasi das Gebiet da auch besser. Weil allein die Wasserkraftwerke zahlen sich ja aus. Da können wir quasi hier auch wieder den Knoten dann errichten. Und da unten haben wir auch ein Wasserkraftwerk. Hier. Das ist aber besser versorgt. Ja, de Gaulle, gib her. Gib her. Ich traue mir das gar nicht anschauen. Ja, ist okay, gib es her. Dann mal ein kleines Wasserkraftwerk. Das ist nicht so wichtig. Aber die 2 großen, die sollten wir auf jeden Fall versorgen. Vor allem, was dann später weiter ausbauen. Ne? Also weiter aufwerten. Dann mal auch ein kleines Wasserkraftwerk, sehe ich da. Ja, okay. Wie gesagt, da möchte ich gar nichts investieren in den Bereich. Wenn Krieg kommt, dann ist das Erste, was weg ist. Da hinten, wenn wir das nicht halten können, dann haben wir eh schon gewaltige Probleme. Also das werden wir entsprechend ausbauen. Naja. Warum ist die Versorgung eigentlich da so schlecht? In Spolato.
wenn wir dann ein Supply-Depot herbauen. Weil da können wir auch die zwei Kraftwerke links und rechts versorgen, wenn wir es in die Mitte da herbauen. Na, können wir ja quasi das versorgen und das. Und dann bauen wir da Gleise. So, und dann zusätzlich machen wir da noch die Gleise rüber. Dieser Küstenstatter. Und die binden wir auch an. Und dann sollte es eigentlich besser werden. Da können diese Kraftwerke einfach mehr produzieren. Wir haben sie ja, und wir müssen sie nur entsprechend auslasten. Okay. Sehr gut. Wie schauen wir da aus? Ja, da ist es auch besser, die Versorgungslage. Nicht optimal, aber 80% ist schon ziemlich gut. Okay, wir brauchen mehr Geld, Leute. Konrad! Oh! Technologie. Verkaufen den Konrad mal ein bisschen Öl. Research-Durchbruch. Healthcare, also Gesundheitsversorger. Das ist gut. Das sollte uns was bringen. In puncto Gesundheit. Ja, genau, Gesundheit. Fluorisiertes Water Supply. Fluorid. Tuftike. Ah, Fluorid in die Wasserversorgung einspeisen. Habe ich noch nie gehört. Interessant. Ja, gib her. Also Jod, ja, aber Fluorid ins Wasser? Nie gehört. Spannend. Was die für Ideen gehabt haben 1945. Huh. Okay, naja, schauen wir mal, wie das Approval Rating. Es fällt schon wieder. Ach Gott, was macht dieser Minister? Sowjetunion! Ja, gib her, whatever. Konrad, wir brauchen Kohle. Da ist das Doppelte. Und bei der Schweiz, nein, nicht Schweiz. Philipp, brauchst du Militärgüter? Ja, vielleicht kauft er sie. Wir haben nämlich so viel davon, ich weiß nicht, wohin damit. 100.000, 105.000, was? Nein, 74, ja, immer noch 47.000 Tonnen, obwohl wir gerade vorhin in Frankreich auch was verkauft haben, denke ich. Also, ich weiß gar nicht, wohin damit. Okay, macht er das? Oh mein Gott, die Kohlekraftwerke sind alle schon fertig. Ja, das geht schnell. 85%, das ist akzeptabel. Wie viel Power haben wir jetzt? 124.000, irgendwie noch nicht genug. Wir haben auch keinen Gummi haben. Das läuft ja nicht einmal auf vollen Touren. Das ist es ja. Ihr wisst, was das bedeutet. Ihr wisst, was das bedeutet. Ja, jetzt habe ich genug. Jetzt habe ich die Faxen dick. Leute, ich habe wirklich die Faxen dick. Ich werde jetzt eingeschifft. Können wir noch mehr Kraftwerke da herbauen? In Telfs könnte man was herbauen. Habe ich gesagt, möchte ich das Grenzhex zu Deutschland, möchte ich nicht zu bauen, möchte ich eigentlich hier Bunkeranlagen hinbauen oder was? Für den Fall des Falles. Ja. Überlegen wir mal. Das ist crazy, was wir natürlich an Kraftwerken gebaut haben. Das reicht immer noch nicht. Oh, apropos, geh mal schlafen, ja. Okay, schicken wir dich mal in die Reserve. Und da waren noch ein paar Flakpanzer pending, die haben wir, glaube ich, schon passiert. Ja, dann bauen wir noch die 4 und dann ist wirklich Schluss. Dann verkaufe ich noch ein paar alte Flak. Ah, richtig, Konrad, ich hab wirklich gute Flakgeschütze erprobt im Jugoslawienkrieg. Verkaufen wir ihm die Flak. Dann haben wir die Flakpanzer, ne? Brauchen wir die alten Flak nicht mehr. Gehen wir halt. Schauen wir mal. 18 Mille. So. Gehen wir den Konrad ein paar Flak-Einheiten. Wir müssen ein bisschen auf die Bremse treten. Solange zumindest wir, bis wir da unten diese Gummiproduktion in den Griff bekommen haben. Weil der Aufbau ist so teuer. So, die sind auch jetzt fertig. Jetzt haben wir da unten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Plantagen. Eine Produktion von 629 Tonnen pro Tag. Das ist bei weitem nicht genug. Ich glaube, wir brauchen das Vierfache, wenn ich recht entsinne. Wie schaut die Versorgungslage aus?
Top 98% des Volumens der Loyalität. Die Loyalität ist ein Problem. Ja, gib her. Eisenerz, noch mehr Eisenerz. Domestic Approval, wir müssen uns einfach raufkriegen. Also es geht immer ein bisschen rauf, ein bisschen runter, ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut, woran das liegt. Wie dem auch sei, ich würde mal sagen, wir werden die Gummiindustrie weiter aufbauen. Es hilft nichts. Keine Ausreden. Ja, 100%, super. Genau daher bauen wir es. Gummi und Rubber Plantation. 3, 3, 4. Und ja, das tut weh finanziell, Leute. Das tut jetzt finanziell wirklich weh. Hier. Seetransport. Da. Und da fahren sie schon. Dauert ein Weilchen, bis sie dort sind, aber wir werden da unten noch eine Menge bauen. Also insofern schicken wir sie mal hin. Weil hier haben wir eigentlich den Bau jetzt eingebremst. Also jetzt hat Konrad hat die Flachs gekauft. Das heißt, wir werden die los. Unser Heeresbudget wird ein bisschen entlastet. Und wir können weiterbauen. Dann noch eine Menge Flachs. Können alle haben. Wir bauen aber die neuen Flakpanzer. Und auch eine Artillerie. Und dann reicht es einmal, wie gesagt. Wir haben eine Menge Einheit und viel mehr, wenn wir uns dabei nicht leisten können. Rang 8 Forschung. Ich pack's ja nicht. Wir machen wirklich große Sprünge. Geil ist das denn. So. Philipp. Wir haben wieder Güter zu verkaufen. Da hast du das Doppelte. Wir machen ein bisschen Deals. Schauen wir, dass wir den Franzosen wieder uns gut stellen. Industriegüter haben wir dabei genug. Petroleum für die Franzosen. Und für den Onkel Konrad haben wir auch noch ein bisschen was. Wobei man jetzt kaum... schaut mal, was der zahlt. Das ist crazy. Geben uns halt, so. Ungefähr das Doppelte, ne? Wir wollen ja nicht gierig sein. Boah, der Konrad baut Panzer, schaut euch das an. Oh mein Gott, der hat eine Vorliebe für schwere Panzer. Da hat er jetzt eine Menge Panzer gebaut. Schützenpanzer baut er auch, aber vor allem Panzer. Oh ja. Ja, ist okay. Genau das wollte ich ja erreichen. Ich wollte ja Deutschland militärisch hochrüsten. Für den Fall des Falles, dass Krieg mit der Sowjetunion ausbricht. Dass die entsprechend sich wehren können. Wobei, wenn die Sowjetunion wirklich durchmarschieren würde, mit unserer Hilfe würden sie es vielleicht ein paar Wochen aushalten. Vielleicht. Ist fragwürdig. Lass uns mal drauf ankommen. Wir werden sehen, wie sich die geopolitische Lage weiterentwickelt. Derweil hat die Sowjetunion ja noch nichts gemacht. Ich habe prophezeit, sie greifen Japan an. Es ist nichts passiert. Ich habe prophezeit, sie greifen Finnland an. Es ist nichts passiert. Ich weiß nicht, was mit Russen, mit Stalin los ist, aber er ist im Moment nicht so aggressiv. Die Chinesen im Übrigen auch noch nicht. Die haben auch noch niemanden geschluckt. Ja, gib her, whatever. Was habe ich gekauft? Gute Frage. Natürlich wieder Eisenerz. Ja, warum auch immer. Wir können nochmal aber ein bisschen Technologiebroker spielen. Schauen wir mal, ob die Italiener vielleicht die Queen von uns haben wollen. Ja, Warhead-AT-Fick, die möchte denen gar nicht geben. Das ist ja ein potenzieller Kriegsgegner. Potenziell, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ganz über den Weg traue ich ihnen nicht. Burmesen, die haben nicht wirklich Kohle. Wer ist eigentlich noch groß in der Welt? Schauen wir mal. Ja, Australien. Ja, die mögen uns sowas von nicht, dass wir uns nicht nochmal was zahlen würden dafür. Wir sollten mal die Beziehung noch mit jemandem verbessern. Ich meine, wir haben aber kleine Freunde, aber was ist denn, wenn wir es zum Beispiel mit Venezuela verbessern? Was kostet uns das denn, wenn wir die Beziehungen verbessern? 18 Millionen täglich. Das ist teuer. Da verbessern wir es lieber mit Frankreich. Was kostet uns das täglich? Nein, 93, das habe ich gerade verlesen. 93 Millionen täglich. Okay, De Gaulle, Murmi, wie wäre es, wenn wir dir ein paar Güter schicken und vielleicht schickst du uns so ein bisschen Gummi, weil meine Produktion steht gerade wieder still. Nein, Konrad, Gummi, bitte, Hilfe. Ja. USSR,
Ach, gib her. Ja, wir haben echt ein Problem gerade mit dem Gummi. Wie viel haben wir denn? 600 Produktion. Ja, das ist katastrophal. Das ist wirklich katastrophal, wie sehr uns das belastet, diese Gummiknappheit. Schauen wir mal, wer ist noch Exporteur? Das ist unser Hauptproblem im Moment, wirklich. Die USA. Ja, die haben auch Gummi. Schauen wir mal, ob der Truman uns was gibt. Nein. Das ist fast 1 zu 10. Ist der bescheuert? Die USA sind, ja, egal was, die sind immer crazy. Schauen wir mal nochmal England. Churchill. Oh, mir schwelgt Übles. Oh. Gib her. Gib her. Diese Halsabschneider. Ja, die haben so ein Monopol im Moment. Da kann ich nichts machen. Ja, deswegen, genau deswegen sind wir ja hier unten, Leute. Genau deswegen. Weil ich wusste, dass es kommt, die Belastung für die Wirtschaft. Und wir bauen entsprechend, versuchen ja autark zu werden, was die Gummiproduktion anlangt. Aber es reicht einfach bei weitem noch nicht. Wir expandieren da unten, wir werden da unten weiter investieren wie die Bösen. Wir müssen aber auch dieses Approval-Rating raufkriegen. Und es fällt, ach come on, es fällt schon wieder. Was muss ich denn noch alles machen? Oh, Hilfe. Schauen wir mal, was fällt uns noch ein? Reduce overall tax rate, social assistance. Kein Booster mal. Ja, du Boost Domestic Approval. Alles, was dir unsere Zustimmung steigert, ist gut. Dass wir da mal raufkommen, auch wenn es das unser Budget weiter belastet. Das sind ja alles Kosten. Das ist ja nicht nur so, dass ein kleines Knöpfchen, was ich da drücke. Im Hintergrund schraubt dann der Minister da an den Sozialausgaben und pumpt da mehr Geld in die Sozialausgaben. Das kostet natürlich alles auch Geld. Aber okay, was sein muss, muss sein. Geh mal die Güter durch. Wir haben schon wieder ein Agrardefizit. Wie kann denn das sein? Ich habe da gerade wieder was gebaut. Na okay, Holz haben wir Überproduktion. Petroleum, also Erdöl haben wir genug, Kohle brauchen wir dabei nicht, Eisenerz haben wir eine knappe Überproduktion, Strom haben wir nach wie vor. Boah! Ich kann die Lücke nicht schließen. Ich habe das Gefühl, die Lücke wird immer größer statt kleiner. Wir haben nicht einmal 50%. Wir haben nicht einmal 50%. Okay, wir brauchen definitiv mehr Strom, es hilft nichts. 74% Versorgung, Linz. Machen wir da drüben noch den Cluster dichter, würde ich sagen. Schauen wir mal, ob wir da Platz haben. Wir bauen es einfach mitten in die Berge rein, die Kraftwerke. Oh weia. Hohe Tauern, ja. Nationalpark Hohe Tauern. Besuchen Sie den Nationalpark Hohe Tauern. Die Kohlekraft, die Kohlekraftwerkszentrale Europas, Zentrale Europas. Sichtweite gleich null. Oh weia. 87% Versorgung hier auf diesem Hex. Darf ich da was herbauen? Schauen wir mal. Ja. Okay. Wie schaut das da weiter aus? Wie gesagt, die Grenze, da würde ich gerne Bunker herbauen. Wir könnten das in die Telfs reinbauen. Ja. Bauen wir in Telfs die Kraftwerke. Sorry für alle, die aus Telfs oder Tirol sind. Tut mir wirklich leid, aber industrielle Expansion hat seinen Preis. Warte mal ein Stück zurück, dann können wir entsprechend hier die Kraftwerke bauen. Ja, also wir machen da quasi einen Energiehub jetzt quasi draußen, weil das ist wirklich crazy. Und dann werden wir quasi die ganzen Berge da hinten zubauen und haben da quasi die Energieversorgung dort zentralisiert. Wir haben jetzt auch schon vier Parks. Bei Wien könnte man noch was bauen. Da haben wir auch zwei. Wir könnten da diesen angefangenen Park hier ausbauen. Das haben wir geerdet. Das gab es von Anfang an, das Ölkraftwerk da. Mal schauen. Okay, die Einheiten. Ja, gut, hier geht es ein bisschen auf Speed 1. Das heißt, das wird ein bisschen dauern. Wir können ein bisschen Tempo machen. Weil im Moment, wir bauen so viel. Wir können eigentlich eh nur immer wieder Deals machen und diese Gummiknappheit einfach übertauchen. Ja, das ist das Problem, weil desto weniger Gummi wir haben, desto weniger Produkte kann ich hier produzieren. Waffengüter und Konsumgüter. Das ist ein Problem. Ja, desto mehr wir davon produzieren, desto mehr können wir verkaufen, desto mehr Geld machen wir. Ist ja völlig logisch. Und wir versuchen jetzt einfach wirklich einmal das Gleichgewicht der Wirtschaft wiederherzustellen. Ich habe einfach ein bisschen zu viele Konsumgüterfabriken gebaut. Muss ich gestehen, sorry. Wir haben ein bisschen den Bedarf an Gummi unterschätzt. Dezent, ja. Ich habe gedacht, ach, das federn wir schon ab. Ne.
nicht die kleinste Chance. Oh, Moment. Frankreich möchte uns, was ist das? D520 Reserveeinheiten. Was ist das? D520C1. Ich weiß es nicht. Nein, sorry. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal, es klingt... Nein, es ist kein Destroyer, aber die Bezeichnung sagt mir gar nichts. Also müsste ich wirklich raten. Keine Ahnung, ist es ein Schiff? Es klingt nach Schiff, aber Patrouillenschiff oder irgend sowas, ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal, dass wir die Beziehungen weiter mit Frankreich verbessern. Wir sind, wie gesagt, kalt. Wie machen wir das am besten? Ich versuche mal, ob ich Verträge abschließen kann. Das Problem ist, dass wir einfach so schlechte Beziehungen haben, dass ich da nichts machen kann. Na, keine Chance. Wir müssen da aus diesem kalten Klima wieder rauskommen. Das ist schwierig. Weil ihre Regierungsunterstützung kostet uns sehr viel Geld. Das können wir uns dabei nicht leisten. Also können wir quasi nur vernünftige Handelsdeals machen und versuchen es so langsam zu machen. Wir machen damit eigentlich nicht viel Gewinn, aber ein bisschen was. Und schauen wir einfach, dass wir von Konrad immer wieder mal Gummi zukaufen. Und solange wir keine Eigenproduktion haben. Na, das verkauft uns jetzt eh nicht. Wer hat noch Gummi in der Welt? Himmel, Herrgott, nochmal. Das ist so eine schwierige, ein schwieriges Gut im Moment. Niemand. Das sind die Top-Exporteure. Schau dir mal die Exportmengen an. 11.000 Tonnen Britisch-Malaya. Aber Britisch-Malaya, das ist eine Kolonie. Portugal, Ungarn. Ja, das sind lächerliche Mengen. Da brauche ich gar nicht anfragen. Ich muss zum Churchill. Ich habe keine andere Wahl. Der sitzt auf 1,8 Millionen Tonnen. Ich hasse den Kerl. Oh, Moment mal. Moment. Moment. Hast du das gesehen? Wie viel er verlangt hat? Soll ich das nochmal zeigen? 190 Millionen für 37. Ja, wir haben unser Match gefunden, ja. Schauen wir mal, ich mache mal 1:1 Angebot. Jetzt kommen wir gleich das Angebot zurück, ihr möchtet 200 Millionen. Ja, die KI rächt sich. Die weiß, wir brauchen das. 215 Millionen, ja. Nein, da produziere ich lieber nichts. Da produziere ich lieber gar nichts, bevor ich das für diesen Preis kaufe. Das ist verrückt. Das ist wirklich verrückt, aber so ist das. Genau deswegen haben wir unser African Adventure gestartet, haben unsere internationalen Beziehungen aufs Spiel gesetzt, weil wir einfach gummiautark werden wollen. Und ja, na, Stalin gibt uns das auch nicht. Okay. Wie gesagt, mit Stalin macht Sinn, wenn er verbessern wegen Beziehungen, wenn den Engländern auf die Pfeife auf die Beziehungen. Wenn die da versuchen, da irgendwo mit ihrer Royal Naval da aufzutauchen, dann schaue ich mal an, ob die da irgendwo landen können. Dann destabilisieren wir ihre ganzen Kolonien. Also dass denen können wir mehr unangenehm werden als sie uns, glaube ich. Ein Coup d'etat, Moment mal, in Bolivien, schaut's mal. The government in Bolivia has been overthrown in a coup d'etat by the military. Wir supporten das, wir sind voll dafür. Absolut, die Regierung in Bolivien war katastrophal. Wir sind komplett dafür, dass die... Wo ist denn Bolivien nochmal schnell? Da unten, jawohl. Die mögen uns und die haben ein bisschen Geld. Na, nicht sehr viel, aber ein kleines Land anscheinend. Ja, okay. Dude, wenn wir so gute Freunde sind, wie wäre es, wenn wir ein paar Handelsabkommen machen? Wie wäre es? Non-Aggression, Sea Trade and Supply, Land Transit, Full Transit. Out of sight, Criminal XD, nein, wollen sie nicht, die wollen irgendwie nichts machen. Gehen wir mal zurück auf das Minimum, Criminal, also okay, Gefangen, also Austausch von Kriminellen, freier Handel, nein. Okay, dann machen wir mal Folgendes, wir unterstützen, nein, nicht Support Wars, nein, Government. Ja, 3,89 Millionen Dele, das unterstütze ich. Ich unterstütze mal diese kleine Regierung und machen mal ein paar versuchen mit denen freundlich zu werden, weil dann könnten wir mit denen ja Abkommen machen. So, pass auf, ich gebe dir mal ein paar Technologien. Schau mal, du kriegst mal von mir frei Haus, ein bisschen Technologie. So kleine Starthilfe für die aufkommende Diktatur. Ne? Dann schicken wir ihnen Agrarprodukte. Da hast du 300.000 Tonnen. Hast du... Moment, da brauchst du gar nicht. Was brauchst du eigentlich? Was brauchst du? Sag mal, was du brauchst. Du brauchst Geld, gell? Ja. Du bist ziemlich broke. Du hast keine Konsumgüter. Oh, okay, warte. Wir verkaufen dir günstige Konsumgüter. Made in Austria. Oh, und sie sind schon friendly. Das ging ja flott. Weil wir entsprechend ihnen, ja klar, Technologien überlassen haben gratis. Und vielleicht machen sie mit uns Verträge. Das Problem ist, dass das Civilian Rating ist schlecht. Outrage. Das heißt, die zivile Bevölkerung ist
empört über Österreich. Hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass wir ein paar Kriege geführt haben, aber okay. Da kann man nichts machen. Wir werden aber weiter die Regierung unterstützen. Wir werden vielleicht ihnen österreichische Konsumgüter schicken, frei Haus. Da habt ihr ein paar Millionen Tonnen. Also 290 Tonnen, okay, ein paar Millionen Tonnen ist ein bisschen übertrieben. Alles Propaganda natürlich, ja. Dann schickt man ein paar Militärgüter so hinterdrein. So, bitteschön, was können wir noch für euch machen? Wollt ihr vielleicht ein paar Unit-Designs haben? Vielleicht wollt ihr ES6 haben? Nein, das geben wir lieber nicht. Aber wir könnten vielleicht ihnen einen Kangaroo geben. Einen Schützenpanzer. Und was geben wir ihnen noch? Ja, ich weiß, ein paar Güter. Vielleicht können wir ihnen noch Geld schicken. Ah, schick mir noch ein bisschen Geld. Da hast du 88 Millionen für nichts. Und schauen wir mal, dass wir die Beziehungen so wirklich pushen. Gib her, Stalin. Offered requested. Das ist ein guter Preis, wenn ich das richtig sehe. Ja, 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 klar, her damit. Ja, ist ja gut, haben wir mitbekommen. Also schauen wir mal, dass wir das Rating da vielleicht nochmal ein bisschen steigern, weil solange die Bevölkerung quasi so schlecht auf uns zu sprechen ist, werden die keine Verträge machen mit uns. Das ist das Problem. Aber schauen wir mal, vielleicht kriege ich das hin, dass wir das irgendwie pushen. Das wäre natürlich cool. Weil wir brauchen einfach Freunde in der Welt. Ihr habt es gesehen. Wir haben ein bisschen zu viel gewütet in der Welt, aber wir müssen es mal ein bisschen Cooldown machen. Die Beziehungen wieder verbessern und einfach schauen, dass wir unser Süppchen weiterkochen. Oh, da kommen gerade Schiffe. Sehr gut. Perfektes Timing. Da sind sie. Moment. Schauen wir mal. Normal. So, wie schauen wir da aus? Ja, die bauen jetzt bei halber Bauzeit. Das heißt, es zahlt sich auf jeden Fall aus, wenn wir die Pioniere da runtergeschickt haben, weil da können die jetzt ja quasi hier unten den Bau unterstützen. Ich würde sagen, wir werden einfach in der nächsten Episode genau hier fortfahren. Wir werden einfach schön Schritt für Schritt unsere Industrie weiter aufbauen. Wir werden uns aus dieser Grube heraus arbeiten, in der wir sind, weil wir einfach Probleme haben, mit die Produktion aufrechtzuerhalten. Schauen wir mal, dass wir da einfach noch ein paar Deals machen, mit dem Stahl wieder Deals machen. Und dann werden wir das schon schaffen. Und schauen wir mal, dass wir endlich mal ein stabiles Budget auf die Reihe kriegen. Wer ja gelacht. Ich hoffe, die heutige Episode hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like und subscribe den Channel, wenn ihr diese Let's Play und meine anderen Let's Plays auf dem Laufenden bleiben wollt. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst in einer neuen Episode Supreme Ruler Ultimate Kalter Krieg mit Österreich. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.